ist Ronja und wir spielen heute Total Drama Roblox. Falls ihr das nicht kennt, das ist ein Survival-Spiel, in dem man in zwei Teams eingeteilt wird oder in mehrere und dann gegen andere Leute competet und hofft, dass man nicht rausgevotet wird von seinem eigenen Team, falls man zum Beispiel in der Challenge nicht super gut performt hat oder die Leute einen nicht mögen. Deswegen ist meine Strategie hier, viele Freunde zu machen und hoffentlich nicht die Parcours zu verhauen. Let's go! Okay, wir sind hier auf der Insel mit meinen potenziellen Teammates. Ich kenne mich mit dem Spiel leider nicht so gut aus. Ich habe eine Testrunde gespielt, um zu wissen, was ungefähr passieren kann. Aber jetzt geht's ins Eingemachte und ich hoffe, ich kann gewinnen, okay? Ich hoffe, ich werde nicht direkt rausgevotet. Willkommen zu Roblox Drama Camp. Ich bin euer Host Kyle Bane und ich werde mich um dich kümmern, während du hier bist. Hallo Kyle, willkommen. Jeden Tag wirst du gegen das Gegnerteam antreten und hoffen, in Sicherheit zu kommen. Das verlierende Team wird mich abends am Campfire treffen und dort werden wir eine Zeremonie abhalten, wo eine aus dem Spiel rausgevotet wird. Aber als erstes geht ihr jetzt in eure Kabinen und wartet auf die erste Challenge. Ich bin Libby und ich bin im Team Giftige Nagetiere. Let's go! Giftige Nagetiere for the win. Giftige Nagetiere, denke ich, hat einen unfairen Vorteil, weil wir viel mehr sind. Im brüllenden Löwenteam sind nur vier. Wir sind hier neun, wenn ich richtig gezählt habe. Das erste Team ist Paintball. Okay. Das letzte Team, was noch übrig bleibt, wird in Sicherheit gewinnen. Ich glaube, die Gegner sind wirklich nur vier. Okay, ich glaube, das ist ein gewonnenes Spiel. Denn ich habe hier meine Pistole. Oh, nein, das war Brianna. Oh, ich sehe gar nicht, wer hier die... Oh, nein, ich wurde abgepaintballt. Oh, aber mein Team wird es schaffen, hoffentlich. Ich freunde mich mal an mit Casey. Hi, guys. Okay, keiner redet mit mir. Das ist kein Problem. Wir können Paintball sicher gewinnen, oder? Oh ja, wir haben alle einen Marshmallow. Das heißt, unser Team, Giftige Nagetiere, hat es auch geschafft und hat gewonnen. Und die brüllenden Löwen, die jetzt nur noch zu zweit sind, werden gleich rausgevotet. Hey, let's be friends, schreibt Blair. Warte, ich versuche mich mit Blair anzufreunden. Hi, Blair. Wo ist Blair? Nein, wo ist sie hin? Nein! Ich hab Casey gefragt, ob sie Freunde sein will. Und Casey sagt nur, sie kennt mich nicht. Und Schwer sagt nein. Dann schreibe ich, okay. Es läuft nicht gut. Dustin ist rausgeflogen. Ich bin ein bisschen verunsichert, weil die brüllenden Löwen hatten davor auch nur zwei Leute. Und jetzt haben sie immer noch nur zwei Leute. Das heißt, ich sehe nicht wirklich, wie Dustin hier rausgeflogen ist. Aber gut, deswegen schreiben die anderen auch Tschüss Luft. Aber keine Sorge, denn das nächste, was passiert, ist ein großer Team-Swap. Okay, das sind unsere neuen Teams. Ich bin hier zusammen mit Stacy, Blair, Brianna und Hofflin. Das ist okay, weil ich habe es mir mit Casey und Schwer eh verrannt. Die mögen mich eh nicht. Etwas Zeit, euch kennenzulernen. Hi, Team. Stacy sagt nein. Also sie ist traurig, dass wir ein neues Team haben. Brianna sagt auch nur M. Die Leute, keiner mag mich hier. Das mache ich falsch. Oh, wir müssen die Felswand hochklettern. Okay, das ganze Team muss es an die Spitze schaffen, um in Sicherheit zu gewinnen. Kein Ding, okay. Wir haben das. Es kann nicht so schwer sein, oder? Oh, das wird schwer. Ich folge Blair. Ich glaube, Blair weiß, was sie tut. Oh mein Gott. Nein, ich folge den anderen. Ich glaube, die wissen, was sie tun. Nein, das ist richtig schwierig. Oh mein Gott, das ist richtig schwierig. Okay. Einer ist schon in Sicherheit, zwei sind schon in Sicherheit. Okay, ich habe den ersten Teil geschafft. Das war gut. Oh, hier geht's gut hoch. Oh ja, okay. Vielleicht können wir es schaffen. I made it! Ich bin oben. Okay, zwei aus meinem Team sind oben. Hofflin und ich. Aus dem Gegnerteam sind leider schon drei oben. Und ich glaube, bei denen fehlt nur noch einer. Leute, Blair, let's go! Ich glaube, wir brauchen beide noch eine Person, die es hochschafft. Man kann leider nicht runtersehen. Es haben beide nicht geschafft. Kongratulation, Team Giftige Nagetiere. Du hast gewonnen. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich Brianna voten, oder? Oh mein Gott. Die Gegner dürfen voten? Oh, nein. Okay, die Gegner dürfen einen aus unserem Team voten, der sicher ist vor dem heutigen Lagerfeuer-Event. Ich bin mal gespannt, wen sie voten. Wir haben nur vier Leute. Oh, ich bin in Sicherheit. Okay. Ich habe alles gut gemacht. Ich habe versucht, mich anzufreunden. Ich habe Zeit, die Abstimmung zu besprechen. Brianna ist, glaube ich, schon raus, honestly. Ich kann hier nicht mehr wirklich teilnehmen, glaube ich, am gegnerischen Camp. Ich bin jetzt hier ein bisschen in Isolation, aber es ist okay. Solange ich nicht gewotet werden kann, bin ich okay hier. Okay, ich darf scheinbar auch nicht mitvoten. Das ist ein bisschen schade, aber ich meine, wir hatten auch eh gesagt, dass wir Brianna voten, weil die es als Letzte nicht geschafft hat. Das ist zwar schade, weil ich mich eigentlich mit Brianna anfreunden wollte.
So wie mit allen aus meinem Team, aber es ist okay. Ich bin nicht traurig. Okay, die Camper, die in Sicherheit sind und einen Marshmallow erhalten, Blair. Und der letzte Marshmallow der Nacht geht an, wahrscheinlich an Hofflin. An Hofflin! Okay, let's go! Leider heißt das, dass Brianna eliminiert wurde. Das habe ich mir schon gedacht, aber es ist natürlich trotzdem schade, jemanden aus seinem Team zu verlieren. Oh, ich darf nicht mal mehr Boot gucken. Ich bin hier isoliert. Ich darf nicht mal mehr schauen, wie Brianna wegfährt und Tschüss sagen. Die giftigen Nagetiere scheinen aber auch nur noch zu dritt zu sein. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Spieler immerhin verschwinden. Aber okay, sei es drum. Wir sind noch drin. Wir müssen nur noch 2 Rennen gewinnen, glaube ich. Oder 2 Challenges. Hoffentlich, weil ja gefühlt immer 2 Leute rausfliegen. Kongratulation, Camper. Ihr habt es geschafft. Und jetzt müssen wir alle als Individuen die Challenges bezwingen. Das heißt, ich arbeite nicht mehr mit einem Team zusammen. Ich arbeite einer für sich, jeder für sich. Gegen alle anderen. Okay, das ist natürlich hart. Okay, willkommen beim Schwertkampf. Ich bin nicht so gut beim jeder für sich, aber ich hoffe, wir können hier profitieren. Der letzte stehende Spieler wird gewinnen. Mein Schwert ist auf 1. Okay. Ich denke, erstmal muss ich wegrennen. Damit ich nicht direkt abgemetzelt werde. Nein! Oh mein Gott, Ava ist gut. Kongratulation, Ava, du hast gewonnen. Der Rest von euch ist auf dem Risiko, rausgevotet zu werden. Wen voten wir denn raus? Who died first? Ich actually nicht. Ich bin nicht als erstes gestorben. Wer ist als erstes gestorben? Ich habe nur gesehen, dass Ava jemanden getötet hat. Aber Ava hat mich nicht als erstes getötet. Cortlin. Aber wer ist Cortlin? Wir haben keine Cortlin. Okay, ich glaube, wir sind uns sicher, dass Big O zuerst gestorben ist. Deswegen voten wir alle den. Der hat auch verzweifelt versucht, sich hier zu retten und geschrieben, wer als letztes Happy sagt, wird nicht gewotet, wird gewotet oder sowas. Die erste, die scheinbar rausgeflogen ist, ist einfach rausgebackt aus dem Spiel. Deswegen... Big O hat ein bisschen verloren, weil ich glaube... denkt jetzt, dass er nur rausgevotet wird, weil er ein Junge ist. Und jetzt schreibt er, ist ein Mädchen. Bitte votet mich nicht. Okay. Jen ist safe. Ava ist safe. Hofflin ist safe. Oh mein Gott, bitte, bitte saved mich. Blair ist safe. Oh mein Gott, das ist knapp. Okay, der letzte Marshmallow geht an. Libby, oh Gott sei Dank, das bin ich. Ich bin safe. Eine weitere Runde. Let's go. Okay, Big O ist traurig und wütend. Wir sind noch nicht fertig. Diese Runde ist eine doppelte Elimination. Oh mein Gott, das heißt, ich fliege, oder? Du musst noch einen Spieler voten. Wen voten wir? Ich vote... Ich schätze Jen. Let's skip. Oh, okay, Ava sagt, sie skippt. Geht das? Kann man skippen? Ich habe die Stimme erhalten. Bitte, 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 bitte. Ich meine, es gibt keinen Grund, warum sie ausgerechnet mich voten müssen, oder? Die Camper, die einen Marshmallow erhalten, sind Blair. Und der finale Marshmallow der Nacht geht an. Warte, es fliegen nochmal 2. Oh, ich bin safe. Wir haben ein Unentschieden zwischen Cortley und Jen. Wieso ist denn Cortley? Ich dachte Hofflin. Du kannst jetzt entscheiden, wen wir eliminieren. Und wir eliminieren Jen fürs ständige Beschweren? Ha? Huh? Wie dem auch sei, Jen, hier ist dein Boot zu Loser Town. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Es ist wirklich wirr. Wir sind noch 4 Leute, ja? 4 Leute, die hier mit antreten. 2 sind gerade rausgeflogen. Es wird wirklich eng hier gerade. Okay, ich schätze mal, ab jetzt kommt es auch nicht mehr wirklich drum, wer hier gewinnt oder wer nicht. Da geht es nicht mehr wirklich drum, wer hier gewinnt oder wer nicht. Weil, honestly, ich habe das Gefühl, den Leuten ist es eh egal und sie voten irgendjemanden. Oh mein Gott, willkommen beim Seiltanzen. Das sieht super schwierig aus. Der erste Camper, der hier durchkommt, ist sicher. Das heißt, ich muss als erstes hier durch den Parcours kommen. Okay, 3, 2, 1 und... Okay, ich kann es schaffen. Da muss man wirklich mit Präzision hier hoch. Okay, 1, 2... Blair versucht es gar nicht. Das heißt... Potenziell voten wir Blair einfach. Weil sie... Oh, okay. Herzlichen Glückwunsch, Ava. Du hast gewonnen. Der Rest von uns ist jetzt natürlich wieder dem Risiko ausgesetzt, hier am Lagerfeuer gewotet zu werden. Du hast etwas Zeit, die Absprungen zu besprechen. Ich glaube, Blair ist AFK. Ich will gar nicht lügen. Ich glaube, Blair ist AFK. Und solange Hofflin und ich... Hofflin und ich hier auf einer Seite sind, wer hat Jen gewotet? Das war ich. Dann werde ich mal schreiben, I don't know, damit ich nicht hier auf dem Radar bin.
Okay, es tut mir leid, dass ich Jen gebotet habe. Ich wusste nicht, dass Jen mit den anderen befreundet ist. Ich dachte, Jen wäre die andere, die auch verloren hat, to be completely honest. Der Spieler mit den meisten Stimmen wird eliminiert. Ich glaube, Blair ist AFK. Das heißt, wir eliminieren jetzt Blair. Ava ist safe, weil sie die Challenge gewonnen hat. Und ich sag, die Chance ist hoch, dass Blair jetzt heute einfach fliegt. Ich hoffe, es ist nicht wieder eine doppelte Elimination, weil sonst bin ich sowas von raus. Ich habe die Stimmen erhalten. Wenn ich dir ein Marshmallow gebe, bist du in Sicherheit. Bitte, 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 gib mir ein Marshmallow. Die Camper, die ein Marshmallow erhalten, sind... Libby! Ich bin hier. Ich hasse mich durch. Der letzte Marshmallow der Nacht geht an wahrscheinlich Hufflin. Let's go! Leider heißt es, dass Blair eliminiert worden ist. Okay, Top 3! Blair, hier ist dein Boot zur Verliererstadt. Camper, verabschiedet euch. Bye. Falls ihr euch erinnert, Ava und Hortland haben am Anfang mit mir geredet und wollten beide keine Freunde sein. Was ein bisschen schade ist, weil das wäre mir eigentlich, wenn wenigstens einer von denen auf meiner Seite wäre, wäre mir das ganz recht. Es ist Zeit, nach Münzen zu suchen. Okay. Jede Münze, die ihr findet, ist ein Punkt wert und Edelsteine sind zwei Punkte wert. Das klingt einfach genug. Ich sehe noch keine Münzen, um ganz ehrlich zu sein. Das eine. Dann geht's hier rüber. Zwei. Okay. Hoffentlich hat noch keine. Oh, da unten ist eine. Drei. Da ist noch eine. Oh, yeah, yeah, yeah. Vier. Okay, die hat Ava gekriegt. Oh, hier ist fünf. Okay, hier ist noch eine Münze. Unten sind zwei Münzen. Oh, 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 oh. Oh, nein. Oh, da war ein Edelstein. Der ist weggegangen. Ah. Okay, ich schätze, ich finde keine mehr. Ava hat schon wieder gewonnen. Ava ist so gut in diesen Spielen. Der Rest von uns ist am Risiko, rausgevotet zu werden. Ich glaube, ich bin raus. Ich glaube, die sind Freunde. Oh, vielleicht votet Ava Hufflin. Agree to skip. Okay. Und danach ist es eh ein 1 gegen 1. Gegen Ava kann ich nicht gewinnen. Ich kann gegen Hufflin gewinnen. Wenn die beiden skippen, bin ich safe. Warte, ich kann nur Libby und Hufflin voten? Ich kann nicht Ava voten? Okay, das heißt, ich muss Hufflin voten. Einfach, damit ich eine bessere Chance habe. Weil sonst wird einfach zufällig jemand rausgeschmissen. Und das kann dann auch ich sein. Ich habe die Stimmen erhalten. Wenn ich dir ein Marshmallow gebe, bist du in Sicherheit. Klar, natürlich kann ich Ava nicht voten. Die hat ja schon Marshmallow. Ich bin Dummy. Hufflin ist in Sicherheit. Warte, 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 warte. Dann haben die mich gebotet. No. Ich dachte, wir haben geskippt. Habe ich auch gedacht. Aber gut. Die Dinge sind, wie die Dinge sind. Na gut, wie dem auch sei. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin Dritter geworden. Das ist gar nicht schlecht, glaube ich, bei den ganzen Leuten, die am Anfang mitgemacht haben. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung dafür, dass es mein erstes richtiges Mal war, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Falls ihr sowas nochmal sehen möchtet, dann lasst mir das gerne als Kommentar da. Oder falls ihr das selber schon mal gespielt habt, schreibt mir gerne euren Platz. Das war's dann jedenfalls mit diesem Video. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es gerne hier unten. Hier unten. Hier unten. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Ciao.